Ganz sicher habt ihr ja schon diverse Geschichten gehört in der Vergangenheit, was zum Beispiel das selbstfahrende Auto betrifft. Man sieht hier unten den Film Total Recall, Schwarzenegger, ja, wo das bereits vor 25 Jahren in dem Film bereits aufgetaucht ist. Heute haben wir bereits Taxis in Las Vegas, die selbstfahrende Autos sind, ja, ab nächsten Monat das Google Auto. Das belehrt uns ein bisschen, dass es oft länger dauert, als wir dachten. Zum Beispiel in Science Fiction gab es ja schon oft fliegende Autos, selbstfahrende Autos. Ja. Aber wenn es dann so weit ist, wird es größer, als wir jemals gedacht haben. Ja. Wer hätte gedacht, dass wir heute in unser iPhone reden können mit einer App, die heißt Say Hi, kennt ihr vielleicht? Ja? Dort kann ich in Realtime, also in Echtzeit, hineinreden, also nicht auf Schweizerdeutsch, aber auf Deutsch. Ja? Und dann kommt es raus in 25 verschiedenen Sprachen gleichzeitig. Ich war neulich in Japan und habe mich den ganzen Abend mit Japanern unterhalten damit. Ich habe auf Deutsch reingesprochen, die auf Japanisch zurück in die gleiche App. Das ist Science Fiction. Es dauert oft länger, als wir denken, und das ist für Kultur extrem wichtig. Wir denken nämlich oft, dass es eigentlich schon viel zu lange dauert und deswegen nie passiert. Zum Beispiel der Untergang des Buchs, des Buchhandels, der Zeitungen. Wir haben schon vor 10 Jahren gesagt, dass die Zeitungen sterben. Aber deswegen ist es trotzdem nicht so, dass es nicht wahr ist. Es hat nur länger gedauert. Jetzt merken wir schon jedes Jahr, dass bei Zeitungen das große Sterben eigentlich jedes Jahr schlimmer wird. Das heißt, die Werber ziehen woanders hin, die Abonnenten benutzen das iPad. Heißt das, dass wir in der Zukunft nicht mehr drucken werden? Ich glaube nicht, aber sicherlich ist in Zeitungen als Druck zu investieren nicht unbedingt eine gute Idee.